Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport FIFA. Heute werden wir uns mal ein bisschen um die Wirtschaft kümmern und natürlich Schönbau betreiben. Wirtschaft im Sinne von Hefei. Wir haben ja hier das Brot, was wir hinliefern, und da sind wir momentan bei 177 zu 210 maximal. Und da wir jetzt hier den Transport haben und die Stadt weiter wächst, wird auch hier der Bedarf höher werden. Wir haben ja hier dann die Lebensmittelfabrik, die ist ja nicht wirklich ausgelastet. Da sind wir jetzt bei zwei Balken voll, also sagen wir mal 2,5. Das wird aber auch nicht voller werden, denn hier unten, der Bauernhof, der ist schon beim maximalen Output. Davon 400, und da tun wir auch alles gut wegtransportieren. Da brauchen wir auch keine mehr Fahrzeuge, das sind jetzt gerade 29 am Warten. Das geht eigentlich ganz gut weg. Hier beim Brot, ja, da könnte man vielleicht noch ein Fahrzeug hinmachen, aber ansonsten kriegen wir da jetzt nicht wirklich mehr Output. Also heißt es, wir brauchen einen zweiten Bauernhof und später vielleicht sogar einen dritten. Und wir haben das Glück, dass einerseits hier einer ist. Da würde ich aber eher so mit Bussen hier oben fahren. Da rentiert sich jetzt kein Bahnverkehr. Aber hier unten, der Bauernhof, da wird sich das rentieren, dass wir hier einen Bahnanschluss machen. Dass wir hier ein großes Verladeterminal machen mit so einem kleinen Depot, mit ein paar Abstellgleisen hier. Das ist natürlich ein Schönbau. Und dann fahren wir hier der Straße so entlang raus und hier irgendwie dann schönen Anschluss machen. Entweder hier mit so einer Überwerfbrücke, dass wir hier so drüber kommen und von der Seite, wenn wir von da wieder hochkommen, einfach direkt drüber. Oder wir schauen, dass wir hier das Gleis, nachdem es ja hier so ein bisschen tief ist, alles ein bisschen höher machen. Und natürlich auch mit beiden Gleisen hier einfach so schön reinfahren. Blockiert natürlich die Hauptstrecke hier so ein bisschen, wenn hier ein Güterzug rausdonnert. Dann muss halt hier der Interregio oder der Intercity oder wie auch immer man das jetzt zu der Zeit halt nennen will, also der Express halt, mal kurz warten, bis er draußen ist. Und ja, dann haben wir natürlich hier ein bisschen mehr Verkehr drauf. Wenn das dann viel Verkehr wird, kann man natürlich sagen, man macht hier so eine Umfahrungsstraße drüber oder eine eigene Güterlinie. Aber momentan sind ja gerade nur zwei Züge unterwegs. Also passt eigentlich ganz gut, dass wir hier ein bisschen Verkehr drauf haben. Und im zweiten Teilprojekt müssen wir dann schauen, dass wir hier irgendwie ein schönes Terminal machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das Terminal hier bauen werden, dass es irgendwie ja, Sinn macht. Eventuell machen wir hier so eine Abstellgruppe und dann hier im Ladebereich. Und dann hier wieder so aus der Kurve raus. Also irgendwie da so gerade. Eine Kurve, da für Ladebereich, Abstellungen, oder wir machen es überhaupt drüber, dann hätten wir ein bisschen mehr Platz. Muss ich mir noch überlegen, wenn wir das hier machen. Aber ich würde sagen, in der Episode gibt es erstmal das Terminal hier. Ich habe das bereits gebaut, aber ich habe es natürlich aufgenommen. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal den Speedbuild, kommentiert. Und der Bau hat ungefähr so 2,5-3 Stunden dauert insgesamt. Ich habe da mal ein bisschen Pausen zwischendrin gemacht. Und ja, zeige ich mal, was ich da gemacht habe. Ich würde sagen, Film ab. Ja, und los geht's mit dem Speedbuild. Das Grundgerüst von dem Bauernhof, das habe ich da schon mal platziert, weil ich mal einfach mal schauen wollte, wie könnte man es ungefähr bauen, wie wird es ungefähr aussehen. Und dann habe ich angefangen, hinten die Abstellgruppe zu machen. Da wollte ich hier diese Gleishafe nutzen als Vorlage, damit der schön symmetrisch und schön ist. Aber mit der hatte ich ein bisschen Probleme. Also ihr seht es gerade, wenn man die dann so platziert, dann geht es dann im V auseinander. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte hinten schöne, gerade, parallele Tracks haben. Habe dann mit den Einstellungen ein bisschen rumgefummelt. Aber ich habe das nicht so hinkriegt, dass ich das da so am Bahnhof ransnappen kann. Und er macht dann schön die Gleishafen raus mit einem geraden Abschluss. Also vermutlich habe ich da irgendwas in der Logik falsch gehabt. Aber ich habe es dann hinkriegt. Die Lösung war dann quasi, dass ich hinten die Gleise parallel lang ziehe, so wie ich sie eigentlich haben will. Und dann quasi die Gleishafe auf der anderen Seite ransnap und dann das fehlende Stück händisch ziehe. Das Schöne an dieser Vorlage ist, dass es ja echte Gleise sind. Also echte Gleise im Sinne von, ich kann sie editieren und anpassen, wie sie braucht. Ja, davor wollte ich jetzt dann hier nochmal so eine Kreuzweiche hinmachen. Die werde ich dann gleich nochmal wegmachen. Und da hat mich das Spiel dann auch wieder genervt. Ich konnte dann diese Kreuzung hier nicht mehr machen und habe dann auch für das wieder die Vorlage genutzt, die ich dann wieder anpassen musste. Und dann hat es dann auch wieder funktioniert. Also das Spiel ist manchmal komisch, was Gleisanlagen betrifft. Aber irgendwie hat man es dann immer hinkriegt.
Genau, da seht ihr das. Da spiele ich jetzt dann mit der Harfe drum. Passt am besten. Und schauen, dass hier das Gleischen gerade ist. Hat dann eigentlich ganz gut ausgesehen. Und da ist es das, genau. Da kann ich jetzt die Kreuzung nicht machen. Und dann haben wir gedacht, okay, was soll's, löschen wir. Und holen uns die Vorlage. Dann funktioniert. Aber dann hat er hier auf der anderen Seite nicht richtig gesnappt. Bei dem unteren Gleis. Und hab's dann gelöscht, hab's nochmal nachgezogen. Und dann konnte ich hier wieder die Kreuzung machen. Ja, die Momente im Spiel. Ich hatte noch kurz überlegt gehabt, ob ich auf der anderen Seite noch diese Harfe mache. Aber ich habe gesagt, okay, lass mal einfach nur da unten, das reicht erstmal. Das soll ja gar nicht so groß werden. Dafür kommt dann oben auf der oberen Seite ein Depot hin mit Drehscheibe und der Bekohlungsanlage und Deckergebäude. Das seht ihr dann gleich. Und jetzt ziehe ich da gerade das Ausziehgleis raus. Und da kommt jetzt dann die Drehscheibe hin und das Depot, wo dann quasi die Dampfloks drehen können, Wasser fassen können und halt Kohle. Und da habe ich mich für die neue Drehscheibe entschieden, die es jetzt im Workshop gibt und nicht für die alte. Das klassische Depot, wie wir es kennen. Können wir hier reinfahren, dann können die Loks ein bisschen gewartet werden. Und dann wollte ich hier noch zwei Gleise machen, eins für die Bekohlung und einmal entschlacken. Wobei ich eins dann gleich wieder löschen werde. Aber ich lasse es dann für die Bekohlung. Und da habe ich das aus dem... das ist nicht aus dem Workshop, das ist der Transport FIFA 1 Mod, den ich mir da konvertiert habe. Da unten kommt jetzt die Entschlackungsanlage hin. Vielleicht nicht ganz so realistisch, aber ich wollte es da unten haben. Da kommt dann später noch eine Dieseltankstelle hin. Und ein paar Wassertürme für vorne und hinten. Weil wenn sie da vorne stehen, sollen sie auch vorne Wasser fassen können. Kommen dann hier zwei Wasserkräne hin. Da ebenfalls ein Transport FIFA 1 Mod. Also bevor ich hier den Bau gemacht habe, da bin ich wirklich nochmal auf transportfifa.net gegangen. Und bin die Transport FIFA 1 Mods durchgegangen, was da teilweise viele Asset Mods gibt, die leider nicht konvertiert worden sind zu Transport FIFA 2. Aber man kann die relativ leicht konvertieren mit dem Tool. Ist ein bisschen zeitaufwendig. Ich habe dann aber auch mitgekriegt, dass man mehrere Mods zeitgleich konvertieren kann. Man muss sie dann trotzdem einzeln kontrollieren, ob sie auch wirklich konvertiert worden sind ohne Fehler. Aber dann hat es gut funktioniert. Und da fange ich jetzt auch schon mal in den Details an. Also Gleisübergänge, darüber kann mit den Gebäuden, natürlich die kleinen Deko-Assets, hier die Dieseltankstelle, doch die machen wir hier noch der Entschlackungsanlage hin, dass das wie so, ja, eine Art Wartungsgleis ist. Ja, und dann habe ich, ja, wie es bei den anderen Sachen halt auch mache, ich gehe halt quasi die ganze Asset-Liste so durch, von vorne nach hinten und das mehrmals. Wenn ich dann irgendwie interessante Objekte finde, dann platziere ich die, wo ich sage, das macht irgendwie Sinn. Ich finde es ein bisschen Nonsens, was nicht passt. Aber ich bin echt glücklich mit den Transport FIFA 1 Mods. Da kann ich wesentlich kreativer sein. So, Düsseldorf und Schierlok. Ich weiß, für die Erde noch viel zu früh. Aber wir gehen ja dann ein bisschen weiter in die Zukunft, damit schon passen. Schweizerlok, deutsche Lok. Ah, das fand ich schon ein bisschen doof bei der Entschlackungsanlage. Man kann leider eine Lok nicht direkt drauf platzieren. Also wird schon gehen, muss man aber manuell machen. Aber es ist snappt leider so nicht. Nur ein bisschen kurz davor und kurz danach. Ja, dann entsprechende Güterwagen, wo man dachte, das macht vielleicht Sinn. Und die hätte ich vielleicht sogar beim anderen Depot hin platzieren sollen mit der Kohle. Aber da macht es ein bisschen mehr Sinn, dass er hier mit dem Greifer reingeht. Also Mini-Stellwerk hier für den Bereich. Dann Lampen, damit man ein bisschen was sieht, wenn es dunkel ist. Und ja, so geil wie dieser Mod ist, er braucht halt jedes Mal, wenn man ihn aufmacht, dass er hier die ganzen Wagen lädt. Ja, dann dachte ich mir, auf das vorletzte Gleis, quasi das nächste, wo die Lok ist, da wird dann so ein Wartungs- und Bauzug hinkommen. Da habe ich mir noch ganz coole Assets gefunden. Dann haben wir einfach ein bisschen Abwechslung hier in den Abstellungsbereich. Da kann man irgendwie sagen, dass Bravura Line Transport, so wie die Firma ja heißt im Spiel, doch irgendwie Platz braucht hat, dann haben wir gesagt, ja, okay, da hinten stellen wir einfach mal so einen Wartungszug hin. Beziehungsweise auch ein sehr schönes Stellwerk, wenn es so rüber geht. Ich finde, das sieht immer wieder cool aus. Ja, dann ein bisschen ein paar Straßen ziehen. Die Leute müssen irgendwie hinkommen, das soll irgendwie nachvollziehbar sein. Das Ganze werde ich dann noch mit ein bisschen Bäumen ausfüllen, damit es passt. Hier drüber haben wir entschieden, kommt da jetzt doch eine Straße hin, weil wenn da das Depot ist, dann würde man da vielleicht natürlich mit dem Auto hinfahren. Und das ziehe ich dann einmal so rüber.
Hab dann gesagt, das endet hier so in dem Depot drin, haben wir fast die gleiche Textur und auch hinten zur Abstellgruppe, dass das eine kleine Straße geht. Das ist irgendwie der schönste Part, wenn ich am schönen baue, dass man halt wirklich sich mal die ganzen Assets so anschaut, schaut mal, kann man das hinmachen. Und grundsätzlich, ich finde beim schönen Bau viel Hilfsfehler. Je mehr Details da drin ist, umso lebendiger wirkt das Ganze. Und wo ich teilweise selbst erstaunt bin, das ist mit dem Bodentextur, wenn man mit dem rumspielt. Also ich habe jetzt dann hier dann mal angefangen, Bodentexturen hier zum Beispiel ein bisschen Kohle hinzumachen. Ich dachte, okay, das wird natürlich nicht sauber sein, wenn ihr den Dampflok ständig fahrt. Und dann so mit so Kies- und Schotter-Varianten sowie auch Beton-Varianten von der Farbe hier rumzuspielen. Und das ist so ein bisschen am Anfang immer so ein bisschen planlos. Man dachte, okay, ich fahre einfach mal ein bisschen lang, mache ein bisschen Konturen dran. Und später baue ich dann so ein bisschen die Assets hin. Und dann wird meistens was Schönes draus. Also das, da dachte ich mir dann da oben, okay, das wird vielleicht zum Beispiel Straßenansatz. Das ist vielleicht wie so, ja, so ein Abstellding, wo die halt mit den Autos öfter hingefahren sind. Sowas in der Art. Dann natürlich die Bäume. Auch da, viel hilft viel. Es sieht dann, also macht gleich einen ganz anderen Eindruck, wenn da halt keine großen leeren Flächen sind. Das gleiche auch mit dem Zaun. Außer so klein wie er ist, aber ist natürlich realistisch. Zum Beispiel Abgrenzung der ganzen Gebiete natürlich. Kommt dann jetzt auch gleich im Anschluss. Und ja, da lasse ich mir schon sehr viel Zeit. Jetzt dann mit den Details. Ich würde sagen, die so Gleiswurffelder und so grundlegendes Depot, das macht vielleicht so ein Drittel der Zeit aus, was man so baut. Und zwei Drittel ist dann wirklich nur schauen, wo kann ich welche Details hinbauen. Eben nach dem Motto, viel hilft viel. Auch wenn es nicht immer vielleicht Sinn macht. Ich denke mal, man wäre mit einem Schönbau schneller, wenn man eine effektive Vorlage hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein echtes Bahnbetriebswerk ansieht oder historisches nach Fotos, wenn man so ein bisschen nachbaut. Da habe ich übrigens dann versucht, die Gleiswagen hinzubauen. Die habe ich dann hier in den Bahnhof reingemacht, und zwar auf beiden Seiten. Weil ich mir dachte, okay, vielleicht will man dann jetzt hier so kontrollieren, was hat man jetzt beladen, was geht jetzt hier raus, später für die Abrechnung. Parkplätze dürfen natürlich auch nicht fehlen. Jetzt im Nachhinein, wo ich mir das anschaue, hätte ich vermutlich ohne der schwarzen Fläche gemacht. Ich habe mir auch überlegt, so einen Verladekran irgendwo hinzumachen. Aber das hat dann einfach nicht gut ausgeschaut. Ich habe dann gesagt, okay, wenn dann was ist, wir fahren dann hinten in die Halle rein, aber hier draußen erstmal nicht. Da fehlt dann alles mögliche an Gerümpel, irgendwelche Holzstücke, Gleisstücke, Barrels, Müll natürlich, Mülltonnen, alles was man vielleicht so irgendwie findet. Soll einfach nicht zu sauber aussehen. Achso, das ist sie, das dachte ich mal, macht hier so Sinn. Jetzt im Nachhinein wäre es noch irgendwie ganz cool, wenn es irgendwie so ein Mühlen-Asset gibt. Und, jetzt habe ich eine Idee. Wenn ich das dann wieder baue, dann nehme ich vielleicht von der Ölraffinerie ein paar Assets, mache ein Gebäude hin und sage so, das wäre dann zum Beispiel die Mühle und dann über so Rohrverbindungen, die es bei der Raffinerie gibt, geht es dann irgendwie die Silos rein. Und für die Silos dann natürlich hier dann in die Anlage, wo man dann die Wagen belädt. Da muss man einfach ein bisschen out of the box denken. Ja, schlussendlich habe ich dann hier im vorderen Bereich, glaube ich, die meisten Assets dann hinbastelt, also wie hinten. Hinten war es dann überschaubar. Ich habe dann einfach noch ein paar Wartungsgebäude hingebaut, Autos noch, LKWs, die da hier irgendwie hinfahren. Natürlich da ein Bereich für die Bahnmitarbeiter oder auf dem Bauernhof. Kohlelager natürlich für die Bekohlungsanlage. Ein bisschen paar offenes Getreide. Hat vielleicht in den Silo reinpasst, wer weiß. Aber ja, ein bisschen kreativ sein. Die letzten zwei Container, die ich da hingestellt habe, die werde ich dann nochmal löschen, weil die haben in die Luft geschwebt. Das sieht man teilweise gar nicht, wenn man hier die Sachen so platziert. Man sieht es in dem Winkel, wie man jetzt gerade ist, okay aus. Aber wenn man dann flach reingeht und sich die Sachen im Detail anschaut, dann siehst du, dass die Sachen teilweise halt schweben. Aber es ist halt nicht so schlimm, du machst das halt gerade wieder neu. Und es hat noch von Transport FIFA 1 ein mega geiles Bergwerk Asset Pack. Das will ich auch noch irgendwo verbauen. Das hat jetzt hier natürlich nicht reinpasst, aber das kommt dann noch. Ja, da platziere ich schon die ersten Autos, meine Mitarbeiter. Haben wir ein bisschen so querbeet verteilt.
Und man dachte, ja, da macht es vielleicht Sinn, dass sie hier doppelt stehen. Wer mal denkt, es ist eigentlich eine echt große Bauernanlage für einen einzigen Bauernhof. Also eigentlich müsste ich die Felder noch viel, viel größer machen, dass man sagt, okay, das ist halt irgendwie so ein großindustrieller Bauernhof, wo sich das rentiert, dass er hier so eine mega Anlage hat. Das Silo fand ich auch noch mega geil. Ich glaube, das ist eigentlich Teil einer Bekohlungsanlage. Aber das passt da vielleicht ganz gut rein. Gehört da einfach so mit dazu. Und die Asset-Sammlungen, was durchnummeriert ist, so wie hier, die sind ein bisschen mühsam. Da musst du halt jedes einzelne durchklicken und weißt nicht, was das ist. Ah, das braucht auch wieder Zeit. Da finde ich es ein bisschen angenehmer, wenn es wirklich nach Beschreibung ist, okay, das ist das und das und das Haus. Und dann klickst du noch eher drauf, als wenn du dann hier so durchklicken musst. Aber sind Gott sei Dank nicht die meisten. Bei den anderen steht es ja wenigstens da, was es ist. Auch das sind jetzt wieder Transport FIFA 1 Mods, die ich da konvertiert habe. Das sind so halbfertige Häuser, ein bisschen zurückkommen. Ich dachte mir, da das ist vielleicht ja ein größeres Gebiet mal gewesen. Da ging vielleicht sogar nochmal eine Bahnstrecke weg, dass es ein größeres Instandhaltungscenter gewesen ist, aber jetzt ja nicht mehr so belebt ist. Deswegen ist alles ein bisschen runtergekommen. Ich habe dann auch noch so ein altes rostiges Gleis rausgezogen, um ein bisschen anzudeuten, dass da vielleicht noch was weggegangen ist. Ist es aber total überwuchert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in dem Speedbild noch gezeigt habe, weil ich habe dann die Aufnahme später beendet und habe dann so noch ein paar Details hingeklatscht. Das werden wir aber gleich sehen. Aber nach dem Speedbild, weil es in normaler Geschwindigkeit nochmal alles präsentieren, wie es dann final erbaut habe. Das ist natürlich wieder eingezäunt, wenn hier nicht so in den Wald reingeht, dass es quasi geschützt ist. Aber ich finde, sieht eigentlich ganz stimmig aus. Vor allem diese verlassenen, runtergerockten Häuser passen irgendwie in das tropische Setting hier rein. Generell, es macht irgendwie Spaß, jetzt in den Tropen zu sein, dass man nicht quasi im Standard Europa oder Amerika oder sonst was ist, sondern ein bisschen exotisch rumlebt. Und da entsprechend ein bisschen kreativ sein kann, das hat schon was. Ist mal was anderes. Geschwindigkeitstafeln dürfen natürlich nicht fehlen. Und so wie ich die weiße 3 auf dem schwarzen Dreieck interpretiert habe, heißt es, dass quasi 30 im ganzen Gleis vorfällt. Jetzt dann gilt ab dem Schild, egal wo du dann hinfährst, bis es wieder aufgehoben ist. Also auch wenn du abzweigst. Wenn das falsch ist, schreib es gerne in die Kommentare rein, habe ich das verstanden. Das ist wie, wenn man es jetzt mit Autos vergleicht, Zone 30. Alles 30. Oh, LKWs dürfen natürlich nicht fehlen. Dann habe ich hier die Kohle bringen und ein paar Waren. Jetzt, wo es also. Ja, im Nachhinein sieht man immer noch Sachen, die man verbessern kann. Also, schön war, das ist wie Kunst, es wird nie fertig. Du kannst ja ständig weitermachen. Ich glaube, ich würde nochmal die roten LKWs tauschen. Die sind doch gerade ein bisschen zu knallig für das ganze Setup. Ja, da wäre mir ein paar Stunden später ist das Terminal hier fertig und ich bin sehr zufrieden, wie das Ganze rausgekommen ist. Ich habe noch ein paar Details hinzugefügt, aber im Grunde genommen ist es genau das, was ich jetzt auch im Speedbild gesehen habe. Also schauen wir hier nochmal rein. Das wäre hier so quasi die kleine Wartungsanlage. Hier drinnen können dann Loks und Wagen repariert werden. Hat hier noch zwei Abstellgleise. Signale sind überall da. Ich habe hier noch so ein paar Details hingemacht und ich sehe gerade. Ja, da habe ich noch ein paar Objekte, die schweben. Ja, aber das sieht man nicht, wenn man nah rangeht. Also ist erstmal okay. Dann hier Versorgung, haben wir noch ein paar Shops hier drin, unterschiedliche. Und das habe ich soweit unverändert lassen aus dem Speedbuild. Da habe ich noch ein paar Lebensmittel hingemacht. Auch hier hat es nochmal so einen kleinen Kiosk. Und ansonsten, hier schaut es mal, hier ist dieser Kran. Der wäre sogar animiert. Also es hat eine Option, dass der wirklich so rauf geht und hin und her geht. Aber den müsste ich dann hier anders platzieren. Da wird es nicht gut passen, wenn der jetzt hier nach links und rechts geht. Dann habe ich hier noch so ein paar Aufsätze hingemacht. Wird vermutlich in echt jetzt nicht hier wirklich sein, aber warum auch nicht. Und auf der anderen Seite habe ich aber das andere gemacht. Hier mal ganz kurz. Habe ich mal ein bisschen experimentiert, wie das geht. Ihr seht, das ist ein bisschen wiederholend, weil ich habe leider kein Anschlussstück zu dem Ganzen. Deswegen sieht man jetzt hier die Treppe, aber das sind so kleine Details. Dann natürlich ein paar Personen, damit hier ein bisschen was los ist.
Und eigentlich kann man das Spiel mal kurz anmachen. Nochmal ein bisschen Sound hier drin. Also ein paar Mini-Decals. Ein paar Bäume wird ein bisschen mehr platziert. Und dann habe ich hier nochmal das Anschlussgleis hier gemacht. Und die Idee wäre gewesen, dass das hier mal mit dem Gleis hier hinten verbunden gewesen wäre. Da ging es dann halt irgendwo hin. Und ihr seht, das ist total verrostet und geht hier irgendwo hinten ins Nirvana rein und hört dann einfach auf. Also das ist das, was ich mit Speedbell auch gemeint habe. Ja, da war vielleicht mal irgendwie was. Vielleicht war es so eine kleine Nebenbahn. Wer weiß, Fantasie ist gefragt. Aber man sieht halt hier zum Beispiel den Anschluss einfach noch und da geht hier so die Straße weiter. Dass man hier mit dem LKW wieder so rumfahren kann. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Tank-LKW für die Tankstelle. Vielleicht gerade mal auffüllen. Dann, hier bei der Bekohlungsanlage, dachte ich, mache ich hier so einen alten Personenwagen hin. Der ist hier so ein bisschen, ja, am Einwachsen. Und ja, vielleicht ist es jetzt irgendwie so ein Pausen-Jausen-Raum. Aber es ist halt mehr so schon ein bisschen am Verwildern. Und man hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Das war so die Story, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, so ein Miniatur-Portalkran. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das im Speedbuild auch mit drin war. Kann man vielleicht irgendwie was an der Lok machen. Ja, ansonsten glaube ich, was ist. Also alle Gebäude sind ein bisschen runtergekommen. Haben die beste Zeit schon hinter sich. Obwohl wir erst 1918 haben. Und auch hier bitte ein bisschen weitergefahren. Man könnte jetzt hier noch ein bisschen mehr hinmachen. Ein bisschen Mülltonne so, aber... Ich denke mal, das passt. Auch da die LKWs. Finde ich ganz cool. Ein bisschen runterkommt, total verrostet. Auch die Scheibe, die Rost hat. Sehr logisch natürlich. Hier ist der Weg, wo man daher reinkommt. Aber ja, aus einem Gesamtbild würde ich sagen, passt's. Gebe ich dann noch diese Ausfahrsignale. Ich hoffe, das ist irgendwie stimmig, dass ich das so gemacht habe. Vermutlich könnte man sich das Ganze hier sparen, dass man hier gar keine Signale macht. Man macht die Signale dann erst hier draußen, wenn es dann wirklich auf die Hauptstrecke geht, jede Signale. Und jetzt wäre halt noch der Punkt, dass wir hier den Anschluss machen. Und ich habe da schon mal experimentiert, hier mit dem einen Gleis hier. Das passt auch soweit. Jetzt bräuchte man halt nur noch den zweiten und die Straße muss hier weg. Da hätte ich dann halt gerne einen Tunnel. Das werde ich aber noch machen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Das ist jetzt nicht mehr so spannend. Also ich ziehe einfach hier das zweite Gleis rein, mache hier einen Tunnel rein und verbinde das Ganze. Und in der nächsten Episode wird es dann heißen, das Terminal hier dann bauen. Da frage ich mich, wie man das halt irgendwie sinnvoll machen könnte. Also eben, die Idee wäre halt, dass wir das hier oben hinpflanzen. Ich würde es auch hier unten enden lassen. Oder halt hier so. Aber ich denke, wenn wir dann hier aus der Kurve kommen, also wir können es mal ganz kurz andeuten. Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal das Gleis hier. Also ich habe kein Geld. Dann fahren wir hier so raus, dann gibt es dann hier so eine, naja, hier so und dann so eine Kurve. Macht man hier gerade das Terminal. Nein, ich glaube, wir haben jetzt zu wenig Platz. Ich glaube, wir machen es hier oben und tun das dann irgendwie schlau verbinden. Wobei, da müsste man dann beachten, wenn wir das hier oben machen, dass wir uns das nicht so verbauen, dass wir von dem Bauernhof hier oben nicht wieder runterkommen. Das heißt, es muss die Straße dann irgendwie so drüber gehen. Das wird nur speziell. Alternativ, was auch eine Option wäre, ist, ich tue die Industrie ein bisschen versetzen. Das ist hier gradig. Ja gut, das wird dann Zukunftsbauer entscheiden, was wir hier machen, ob das hier anständig aussieht. Ich würde aber das Depot hier nicht so groß machen, wie das hier ist. Da würde ich mir eher so auf den Teil hier konzentrieren, dass es dann wirklich nur Ausladen ist. Vielleicht mit einer kleinen Abstellgruppe, aber den ganzen Depotpart hier, den würde ich mir sparen, dass es einfach hier ist. Dass man auf der anderen Seite wirklich nur Entlade hat. Da muss ich mir noch irgendwie was Schönes einfallen lassen, dass wir hier so Gleise haben wie das. Was ich quasi hier aufmachen können. Wobei, ich glaube, bei den Wagen wäre es ja dann eigentlich auf der Seite und nicht drunter. Oder? Mal gucken. Ja doch, ich glaube, die würden ja hier auf der Seite das Ganze rauslassen und nicht. Und der, man sieht ja hier, da hast du ja den Keil hier drin.
Das geht auf der Seite raus. Eventuell kann ich mit dem ein bisschen rumglitschen und sagen, dass es links und rechts ist, wo das dann reingeht. Und hab vielleicht irgendwo so ein Asset für ein Gitter, dass es dann quasi ein bisschen gefiltert wird. Ja, das wird bautechnisch eine Herausforderung, wie ich das irgendwie halbwegs realistisch nachbilden kann. So mein Plan, aber das wird die nächste Episode. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und mit der nächsten Episode werden wir das zweite Terminal bauen und eventuell haben wir dann hier schon einen Güterzug. Das ist eine Geldfrage, aber ich glaube, der sollte dann eigentlich ganz gut Geld machen. Schauen wir noch mal ganz kurz in die Finanzen rein. Ja, Tram macht hier Minus, ein größeres Minus, aber ansonsten eigentlich alles gut. Da, der Intercity, der macht fast 3 Millionen und ist voll ausgelastet. Der ist auch schon verlängert. Wir warten jetzt hier. 106. Ja, doch. Das, glaube ich, wird schon leichter. Ja, das für die nächste Episode. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüttelü. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.